Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr Steam Case aus der USA oder aus Russland aktivieren könnt auf eurem PC. Dafür benötigt ihr natürlich eine USA oder Russland IP. Dafür ladet ihr euch dieses Programm FlyVPN herunter. Das habe ich schon im Vorfeld getan und ist in meinen Download-Ordner gepackt. Da können wir jetzt gleich mal die Exe ausführen. Wenn wir das tun, öffnet sich der FlyVPN Start User Manager. Da müssen wir Username und Passwort eingeben. Das können wir auf FlyVPN uns holen. Das ist kostenlos. Da gehen wir schnell auf die Website drauf. Dann haben wir hier den Account-Namen und das User-Passwort. Dann nehmen wir erstmal den ersten. Der ist nur zu 37% ausgelastet. Das ist gut. Geben das ein. Drücken auf Login. Dann loggen wir uns ein und sehen schon hier, wir haben ein paar Server zur Verfügung. Hier zum Beispiel den USA-Server, den könnt ihr dann für USA-Case nehmen, dann müsst ihr euch einfach verbinden. Oder ihr habt hier auch China und sehr viele weitere Server. Wir benötigen jetzt, nehmen uns mal Russland 1. Das brauchen wir jetzt mal, damit ich euch demonstrieren kann, dass es auch wirklich funktioniert und ihr es nicht umsonst macht. Denn ich habe hier bei Steam, das kann ich euch kurz mal zeigen, das Kerbal Space Program mit einem russischen K. Das funktioniert nur mit einer russischen IP, auch wenn ich es schon installiert habe. Das steht ja auch hier gleich da. Das ist ein Regionenlog. Deswegen probieren wir das gleich mal aus und beenden Steam. Dann müsst ihr immer noch mal schnell auf Task Manager am besten schauen, dass sich Steam auch wirklich beendet hat, weil manchmal läuft dann noch eine Excel-Datei mit, was das hat nicht richtig funktioniert, das hatte ich schon ein paar Mal, aber hier scheint jetzt alles okay zu sein. Dann klicken wir auf Connect, dann verbinden wir uns mit dem russischen Server. Das dauert immer kurz, so, jetzt sind wir dran. Und jetzt schauen wir mal schnell auf, wie ist meine IP, ob wir auch wirklich eine russische IP besitzen. Und hier steht schon Russische Föderation. Das passt, dann sollte es funktionieren. Wir gehen jetzt auf Steam und starten Steam. Es dauert natürlich auch eine kurze Zeit, bis wir da wieder connected sind. So, kurz warten. Verbindung zum Steam-Account wird hergestellt, perfekt. So, und dann sehen wir gleich hier, Kerbal Space Program ist spielbar. Da könnten wir jetzt einfach draufklicken, es würde starten. Und wir können natürlich jetzt auch Steam Case aktivieren. Die Verbindung zu dem russischen Server steht, glaube ich, maximal 20 Minuten. Also solltet ihr da genügend Zeit für haben, dann könnt ihr für den K jetzt eingeben, USA oder Russland K, und dann wird der aktiviert. Genau, das war's eigentlich schon. Das müssen wir noch auf Disconnect gehen. Und dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.